Hey Leute, herzlich willkommen, ich bin's Elias und höre ein weiteres Video für euch. Und zwar werde ich in diesem Video zeigen, wie ihr euch in verschiedene Gebäude reinklitschen könnt, zum Beispiel auch Bänke. Und es ist wirklich ziemlich geil, weil sich die ganzen Bänke mal genauer anzuschauen im Online-Modus mit seinen Freunden. Macht wirklich sehr viel Spaß. Das Ganze geht bei den Häusern, bei denen man sich auch im Story-Modus reinbegeben konnte. Das sind dann zum Beispiel die Häuser, wo Trevor, Franklin oder Michael wohnt oder halt andere Häuser, wie zum Beispiel der Folterraum von Trevor oder sonst irgendwas. Und natürlich auch, wie schon gesagt, diese Banken. Und in diesem Video zeige ich euch eben zwei Banken, wo man sich reinklitschen kann. Einmal zum Beispiel diese Bank hier. Und was ihr eben machen müsst, ist einfach nur den Passivmodus aktivieren, ihn direkt danach wieder deaktivieren und euch dann eben vor diese Tür stellen. Und sobald dieser Counter da unten rechts abgelaufen ist, einfach gegen die Tür laufen und dann werdet ihr euch langsam durch die Tür eben durchklitschen. Das Ganze könnt ihr natürlich mit Freunden machen, dann macht das Ganze noch viel mehr Spaß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann hier später die ganzen Banküberfälle ablaufen werden. Es dauert nicht mehr lange, Leute, dann werden wir die Banküberfälle endlich haben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir sie vor Weihnachten bekommen werden. Sie sich Geld stark davon aus und ich hoffe es natürlich auch sehr. Also es macht wirklich sehr viel Spaß, sich die ganzen Bänke mal anzuschauen, wie ihr auch hier sehen könnt, wie das auf verschiedenen Tresorräumen und sowas. Und ich glaube, auch da kann man sich durchklitschen, einfach überall diesen Klitsch mit dem Passivmodus aktivieren, halt dann ausprobieren und dann schafft ihr es vielleicht dort rein. Hier jetzt eben noch ein zweites Beispiel, ich denke, jeder kennt inzwischen diese Bank. Ich gehe auch wirklich stark davon aus, dass hier später ein Banküberfall ablaufen wird im Online-Modus. Auf jeden Fall gibt es hier noch so ein Gittertor und da kann man eben normalerweise nicht durch, aber mit diesem Klitsch muss ich das auch einfach wieder davor stellen, sondern auf Select oder Back gedrückt halten, dann auf Passivmodus aktivieren gehen und dann einfach, sobald der Countdown abgelaufen ist, also davor wieder auf deaktivieren gehen und dann beginnt unten rechts eben dieser Countdown und sobald er abgelaufen ist, einfach gegen dieses Gitter durchlaufen und dann werdet ihr euch automatisch da eben durchklitschen. Also wie schon gesagt, es geht nicht nur bei diesen zwei Gebäuden hier, sondern bei fast jedem, welches man eben auch im Story-Modus betreten konnte. Und übrigens wollte ich noch Danke sagen an meinen Kumpel Crymax, der hat mir diesen Glitch mitgeteilt. Er hat ihn, glaube ich, auch gefunden. Er findet in letzter Zeit wirklich sehr viele Glitches. Also korrekte Sache von dir, Max, auf jeden Fall. Und ja, dann war's mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was du tun musst. Und das war's von mir. Ich bin ja weg. Ciao. Haut rein.